Recht herzlich willkommen zur 22. Folge von Towns. Ja, die zweite Staffel. So, gucken wir rein. Was war letztes Mal? Letztes Mal haben wir viele Äpfel und Birnen gesucht, beziehungsweise abgeerntet. Hier oben hatten wir auch noch diesen Auftrag gegeben, der jetzt, glaube ich, gerade ausgeführt wird. Genau so ist es. Das heißt, wir werden noch mehr zu essen haben. Letztes Mal war es 27 und dann fällt es runter bis auf 25. Auch schön, ne? Ja, habe ich jetzt keinen blassen Schimmer, warum das so ist. Ist ein bisschen doof, oder? 24 Leute sind beschäftigt. Da steht noch ein Bett. Hier könnte auch noch eine Kerze irgendwie hin, ne? Dass es da mal ein bisschen heller ist. Deko, Kerze, Kerze. Und stellen wir mal da rein, oder? Und da auch noch eine rein. Dann sollte das doch eigentlich ausgeleuchtet sein, ne? Ja. Ich stelle einfach hier auch nochmal welche hin, dass der Zugang sozusagen Licht hat. Soll ich später vielleicht umändern. Hier sollte auch eine hin, da passiert auch nichts. Hier ist auch noch was zu machen. Ja, keine Ahnung, woran es hapert mit den Kerzen, aber irgendwie macht gerade keiner eine. Und das ist wieder hochgegangen. Die Äpfel sind alle geerntet. Gut, gucken wir mal gerade runter. Da fehlen auch noch Kerzen. Ah, hier schon mal angefangen mit dem Durchbruch. Machen wir das auch, dann kommt das Licht dahinter auch noch, ne? Ich glaube, wir können mal eine Stufe schneller stellen. Okay, läuft rum und macht das Ganze von der anderen Seite. Gut. Ja, kein Durchgang. Doch, wird ein Durchgang. Gut, dann können wir hier gleich weitermachen. Eins. Warte mal, da muss eine Kerze hin, ne? Ja. Da müsste da auch eine, ne? So, eins, zwei, drei, bis da scheint sie, eins, zwei, drei, da muss da eine hin, genau so ist es. Ja, super. Da, wo diese Ecke ist, da muss eine Kerze hin, ne? Dann kommt das halt weg. Eins, zwei, drei. Kerze. Eins, zwei, drei. Ja, das heißt, da hinten muss auch weg. Und zwar... diese rein. Okay. Mitgemacht, aber die Kerzen werden auch nicht mehr. Ach, hier haben wir auch noch so einen Gang, um weiter zu forschen, ne? Ah, da ist auch schon ein Durchbruch zu sehen. Alles klar. Müssen wir mal schauen, wie das gleich läuft. Da geht ein Held durch die Gegend. Der entdeckt wahrscheinlich hier hinten wieder neu, oder? Gucken wir mal, was er so entdeckt und wie er kämpft und so. Oh, da ist groß Platz. Der hat sie eingefroren gerade eben, oder? Aber ja. Ich denke, der kriegt das alleine hin. 195. Ist das das, was er auf die Nase kriegt? Ich schätze mal, ne, oder? Er brennt. Und da ist auch noch einer, die kannst du auch noch machen, aber er holt sich erst noch welche aus weiter Entfernung. Gut, den wird er auch angreifen, oder? Ah, macht erst die Spinne. Da kommt noch einer und baut noch was ab, wo er kann. Und gemeinsam sind wir stark. Gut, dann können wir hier weitermachen.
Das heißt, der muss weg. Kerze dahin. 3, 1, 2, 3. Okay, passt. Müsste so sein, oder? Kerze. Kerze. Gut, dann sollte es da auch wieder heller werden. Wenn dann überhaupt welche gebaut werden. Momentan sieht es da ein bisschen mager aus, ne? Da müsste dann auch eine sein. Frosch im Hals. Da auch einer. Und hier ist es daneben. Müssen wir da noch was abbauen? Gut, passt schon. Hier oben haben wir Kerzen. Okay, oh, da ist aber schnell abgebaut worden. Da können wir dann weitere Kerzen hinstellen. 3. Ist klar, dass da ein Stein liegt. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Destroy. 3. Okay, da brauchen wir nichts mehr wegmachen dann. 3, 1, 2, 3. Dann müsste da noch eine hin. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kerze. Passt. Da kommt keine hin, aber hier... Dann müsste da die Kerze sein. Und eigentlich, wenn die da ist, ne, dann müsste es 1, 2, 3, 1, 2, 3, Kerze sein, oder? Könnte hinkommen. Machen wir da auch eine hin. So, da ist eine Kerze. 1, 2, 3. Dann müsste hier 1, 2, 3 Kerze sein, oder? 1, 2, 3 Kerze. 1, 2, 3 Kerze. Gut, haben wir. 1, 2, 3, 1, ne, da ist dann was im Weg. Aber da leuchten wir da unten schon mal wieder eine Ecke mehr aus. So. Gut, da werden Steine geholt. Ist das das Zeichen dafür, dass dann auch Kerzen gebaut werden? Ich glaub's nicht, ne? Ne, wird nur ein Lager aufgefüllt. Was ist mit dem Holzlager? Eine ist drin, eine Scheit. Eine Scheite, ein Scheit, keine Ahnung. Ein Held ist hier zum Relaxen. Aber Essen. Essen macht uns Probleme. 3 Brote. Hier ist Lager. Das müsste eigentlich was rein. Da ist überhaupt nichts drin, ne? Aber hier ist 31. Das ist schon mal positiv, oder? Okay. Jetzt nur die Frage, kriegen wir hier noch was hin in Sachen Holz? Probieren wir es doch aus, oder? Holzwand. Einfach da und da, da und da, da und da, genauso wie die beiden. Dann müsste die Seite schon mal hoch sein. Oh, hier ist eine Kerze reingekommen und hier oben sind auch welche hingekommen. Und da, guck mal an, das wird sofort gebaut. Tja. Jetzt müssen wir hier mal gerade gucken, die Dingens ist schon überbaut, ne? Sollte auch funktionieren. Gehen wir mal gerade runter und gucken uns das hier nochmal an. Können da aber auch durchlaufen lassen, ne? Und da noch eine Tür hinsetzen, dann würde das mit der Wand auch gehen.
denke mal, wir machen es so, ha? Gucken wir uns das mal an, wie es so wird. Hier wird sogar auch Obst abgeerntet. Und jetzt wird gerade richtig Holz gemacht, oder? Tja. Was macht's hier oben bei der 24? Ist eine 38 geworden. Woran liegt's? Gute Frage, ne? Keine Ahnung. 4 Brote sind da, das ist schon mal prima, ja, die haben keinen Hunger. Aber da... 2, 4, 6 mal 4 ist 24, ne? Das ist auch ein Problem. Wir müssten dann auch mehr Zimmer machen. Da kommt irgendwo eine Karawane. Bitte weiter. Und dann müssten wir eigentlich das zweite Stockwerk da mal reinzimmern, oder? Tja. So. So, das passt schon mal dann. Und hier ziehe ich es mal bis dahin durch. So, die Karawane ist da. Was bringt er uns? Rüstung. Und er möchte das hier haben. Kann er doch alles haben, oder? Wir wollten ja jetzt umstellen auf Rüstung aus Metall. Holzschwerter können auch weg. Kann er alles haben. So, das sind alles Nullen. Und da oben waren noch ein paar Sachen, die ich jetzt nicht weggeben wollte direkt so. Ein Steinspeer. Eine Feuerwand. Die können weg. Kann alles weg. Außer Shortsword auch weg. Alles weg. Dabei hat er diese zwei schönen Sachen, ne? Ich glaube, da könnten wir eigentlich sagen, die nehmen wir, oder? Die sind ja gut, die Hemden. Die haben guten Rüstungsschutz. Und zopp. Das klappt dann schon mal, ne? Gut, dann haben wir das. Ich glaube, das muss hier weiterlaufen, sonst funktioniert das nicht. Haben wir auch gemacht. Und da laufen sie... Oh, die bringen die roten Perlen da alle rein. Okay. Dann sind die da auch beschäftigt. Was macht's hier? 40. Wird immer mehr. Ich glaube, es hat definitiv mit diesen vielen Äpfeln, die wir haben, zu tun, die jetzt hier irgendwie nicht mehr sind. Keine Ahnung, wo die eingelagert sind. Aber die sind alle satt. Aus diesem Grund steigt das. Kannst mir erzählen, was du willst. Gucken wir hier rein. Haben die alle aufgegessen, oder was? Naja. Haben die so einen Kohldampf gehabt, oder was? Gut, machen wir nochmal. Hier oben war das ja auch noch. Und da können wir das auch machen. Ist, glaube ich, ausgeschaltet. Passt. Steinlager ist voll. Ach, guck mal, wir haben hier den Berg auch abgebaut. Ja. Vielleicht war das auch hier, ne, dass das da zugange war und wir hatten dieses Problem hier dadurch auch. Das könnte natürlich auch sein. Was steht da? Decide to leave the town. Okay. Das ist alles prima. Ist er schon weg? Wo ist ein Rüstungsteil? Ach da, okay. Haben wir aber auf automatisch gestellt eigentlich, oder? Auto-equipped.
Die ersten beiden sind jetzt auf Auto equipped. Ich weiß nicht, ob sie es machen, aber vielleicht suchen sie sich was Besseres jetzt. Gut, die essen alle. Da ist auch noch ein Brot drin, da ist gerade ein zweites zugekommen. Produktion ist natürlich am Laufen, aber ist auch schwierig, würde ich sagen, ne? 38 ist relativ hoch mit dem Essen jetzt. Zwei Hölzer sind drin, hier ist aber auch noch gefällt, das passt auch. Ja, müssen wir nur gucken, dass wir hier oben die Etage dann auch hinkriegen, ne? Ja, da ist noch nichts passiert, oder? Ich glaube nicht. Gut, aber würde ich sagen, soll es für diese Folge auch wieder reichen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder schaut. Bis dann. Tschüss.